Morgen! Good morning, everybody! Guten Morgen, Burrito! Was geht ab? Guten Morgen, Janek! Aufstehen, Mädels! Jeden Tag das Gleiche. Der Weckdienst greift durch. Morgen, Janek! Good morning, everybody! Was geht, Jungs? What's up? Ja. Matthias! Was? Aufstehen! Komm, einen guten Morgen! Piss dich! Wer verschläft, riskiert Ärger. Ihr Leben soll wieder Struktur bekommen. Was geht ab? Denn ihr Leben ist aus dem Ruder gelaufen. Dieser Ort am Rand von Hamburg ist die letzte Chance. Das Come-In, eine Suchtklinik für 50 Jugendliche. Wer hier besteht, schafft es vielleicht zurück in das normale Leben, wie es hier viele nennen. So, guten Morgen. Wir gehen jetzt zum Deichschleich. Morgens eine Runde spazieren. Träume abschütteln, wach werden, klarkommen. Die Jugendlichen sagen selbst, Struktur ist alles, weil es nie Struktur gab. Wer schafft die nächsten Monate und wer scheitert? Ich bin hier wegen Drogen. Also ich habe Cannabis genommen. Dann bin ich auf Amphetamine gekommen, Pilzen, Halluzinogen und Ecstasy. Und teilweise habe ich auch Kokain genommen. Kokain, Speed und Crack. Angefangen Drogen zu nehmen habe ich so mit 12, das hat angefangen mit Gras. Es ging so ein Jahr, bis ich 13 war. Mit 13 habe ich dann angefangen halt mit chemischen Drogen. Ich werde mich zusammenreißen und ich werde das hier durchziehen. Für mich, für meine Familie. Drogenkinder, Intensivstraftäter. Jeder von ihnen war vielleicht mal eine Schlagzeile. Wir wollen ja hier ein Experiment machen. Wir wollen ja, dass ihr mit der Kamera euer Leben filmt. Das, was, wo wir nicht dabei sind. Und dafür müssen wir euch die Kamera jetzt einmal erklären. Man macht sie so an. Das Projekt Videotagebuch. Es soll euch zeigen, wie wir wirklich sind, sagen die Jugendlichen. Von nun an filmen sie sich immer wieder selbst. Jetzt drehst du gerade nicht. Drück nochmal drauf. Ja, dann siehst du oben, dass es Aufnahme ist. Genau, du kannst auch gerne schon mal auf den roten Knopf drücken. Also sprich jetzt Aufnahme. Ein halbes Jahr lang werden wir die Jugendlichen bei ihrem Kampf zurück ins Leben begleiten. Digga, hör mal auf, Mann. Straftat in Hamburg. Kaffeepause. Voller Körpereinsatz, ne? Die ersten Tage, Pflichten und Freizeit. Jeder nimmt mal die Kamera. Es ist vor allem der Spaß, den die Jugendlichen filmen. Die Schattenseiten zeigt niemand. Noch nicht. Anstrengend. Musay ist neu in der Klinik. Er ist oft allein auf den Bildern. Wo er herkommt, warum er hier ist, all das geht in der Gruppe erstmal unter, weil jeder mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt ist. 1000 schwer drogenabhängige Jugendliche waren in 20 Jahren schon hier. Und jeder von ihnen kannte den Druck, an Geld für Drogen zu kommen. Ich habe Spielothek überfallen. Spielkasino. Also ich hatte eine scharfe Waffe, eine 9mm. Und hab damit die Kassiererin bedroht, ne? Und die drin da waren. Da habe ich schon meine Strafe bekommen. 2 Jahre auf 2 Jahre Knast und hab 6 Monate abgesessen. Intensivstraftäter mit 16. Musay muss diese Therapie machen. Eine gerichtliche Auflage, sonst droht Gefängnis. Ich war ein Wunschkind. Ich bin mit 9 Monaten auf den Kopf gefallen und trug davon eine schwere Verletzung. Ich musste Tabletten nehmen. Mit 13 kamen die ersten Anzeigen wegen BTM und Körperverletzung. Dreh der Therapierunde. Absolute Ausnahme. Nach Wochen entschließt sich die Gruppe, uns mit in diesen Raum zu nehmen. Also nicht so. Ich hab schon. Musay erzählt Dinge, die in seiner Familie vorgefallen sind, als er 13 Jahre war. Wir beschließen, das nicht zu zeigen. Ich denke,
Was die Patienten hier preisgeben, wird in der Einzeltherapie weiter behandelt. Die Philosophie? Nicht nur den Drogenkonsum therapieren, sondern auch die psychischen Folgen verstehen. Wenn du keine Fragen mehr hast, dann bis Montag. Ne? Ja, so. Ich wünsche dir was. Ja. Yannick war bis vor einem Jahr noch Drogendealer. Seine erste Waffe kauft er sich mit 13. Für das Leben, das er jetzt will, braucht er Schulbücher. Ich mache in 4 Tagen habe ich meinen ersten Prüfungstag für den Hauptschulabschluss. Und jetzt mache ich im Moment ein bisschen Mathe. Jetzt in den letzten 3 Monaten habe ich so viel kapiert wie in 8 Jahren Schule vorher nicht oder 9 Jahren. Ich war noch nie so nah dran halt so an diesem Abschluss und so. Und ja, jetzt sind es noch 3 Tage, 4 Tage und deswegen bin ich echt ziemlich aufgeregt. Ich sehe es so als meine letzte Chance halt auf so einen Abschluss an. Jasmins Geschichte hat viele Lücken. Unbekannte Eltern, wechselnde Wohnorte, Flucht, am Ende Krankenhaus. Ja, ich war gescheitert, doch ich hab es begriffen. Kann nicht so weitermachen, nein, ich muss aufhören mit Kiffen. Mir ging es beschissen, vor allem wenn ich keine Nase hatte. Kam diese Situation, die mich in Rage brachte. Jeden Tag der Straßenstress, sobald die Sonne aufging. Die Leute brauchten immer was, doch wenn sie blau nach Haus ging. Ist so, glaub mir, davon kann ich ein Lied singen. Stories über Leuten, denen ich jeden Tag das Beat bringe. Das Hasch war vom Nachbar, egal ob Speed oder Meth. Kokain oder Crack, bei ihm war alles machbar. Trotzdem konnte ich nie vorsichtig genug sein, war ich wohl schon verflucht, nein. Ich bin auf jeden Fall richtig froh, dass Janine hier ist, weil so, ich verstehe mich eigentlich mit Mädchen gar nicht gut. Ich erzähle einfach alles von mir so. Gleich am Anfang habe ich alles erzählt. Sie hat mir viel anvertraut und das passt. Wir passen einfach wie Topf und Decke. Ja, wie Topf und Decke zusammen. Wie Cut fahren und Vettel, ja. Unser neuer Rap. Früher wurde ich oft angeschrien, jetzt nicht von meinen Eltern oder so, aber ich wurde oft so niedergemacht, dass ich nichts bin und so, dass ich nichts wert bin. So. Da habe ich einfach so gedacht, warum nutze ich das eigentlich noch zu leben, wenn man sowieso nie irgendwie, dass ich nie irgendwas erreichen werde in meinem Leben. Und einfach irgendwie wollte ich mich umbringen und dann ist das alles zustande gekommen. So. Ja, wir haben das jetzt 5 vor 7. Nach ein paar Wochen ändert sich das Videomaterial. Die Spaßkamera wird zum Tagebuch. Die Mädchen öffnen sich zuerst. Hast du geschlafen? Scheiße, Mann. Ich bin auch fertig mit der Welt. Ich habe geträumt, dass ich rückfällig werde. Oh. Mit dir zusammen, sogar zusammen. Echt? Ja. Geil. Was haben wir gemacht? Ja, einen Joint geraucht. Ja. Mit Kiffen geht es los. Dann folgt der Chemiebaukasten, wie es hier heißt. Mischkonsum, alles durcheinander. Die Drogentoten auf dem Bahnhofsklo, das war früher. Aber die Drogenkinder bleiben. Heute eben auf Speed, Koks, immer mehr auch Crystal Meth. Noch nie waren so viele Klienten in der Klinik. Und sie werden immer jünger, erklären uns die Therapeuten. Ja, die haben ja teilweise auch schon mit 11 Jahren angefangen zu kiffen. Mhm. Wenn du mit 11 Jahren anfängst zu kiffen, dann ist ja dieser ganze Reifeentwicklungsprozess ist ja ausgesetzt im Prinzip. Und das erleben wir ja vielfach bei den Jugendlichen. Selbst wenn sie 17, 18 dann werden bei uns, wirken die ja noch pubertär. Man hat mal mit 12 vielleicht angefangen, mit 13 wurde man das erste Mal auf die erste Party mitgenommen. So dieses schnelle Reinrutschen, so ohne es wirklich selber mitzukriegen. Aber da sind die Geschichten ja auch meistens so, die Lebensgeschichten der Jugendlichen, dass die Eltern noch viel mit sich selbst beschäftigt sind. Ne? Sie können nicht mehr das Kind sein und dadurch suchen sie sich irgendwo auch ja, diesen Ausgleich. Also ich glaube, dass das auch ganz viel dieses wirklich betäubt sein wollen. Niemand hier hat ein intaktes Zuhause. Yannick war 3, als sich seine Eltern trennten. Also ich bin halt in ein ziemlich beschissenes Viertel gezogen, als mein Vater halt ins Gefängnis gegangen ist damals. Und bin dann auch direkt so an die falschen Leute rangekommen und so. Hab Unmengen an Drogen genommen. So das Geld, was ich mir durch die Nase gezogen habe, irgendwie dafür hätte ich mir, weiß nicht, eine Doppelhaushälfte kaufen können oder so. Und dann
am Ende, so nach 3 Jahren, war es einfach so, dass ich gar nicht ohne konnte. Ne? Also ich bin aufgewacht vor der Arbeit. Wenn ich überhaupt geschlafen habe, bin ich aufgewacht. Hab neben der Couch den Spiegel liegen gehabt. Hab eine Leine gelegt und hab eine Leine gezogen. So, dann bin ich duschen gegangen, dann habe ich wieder eine Leine gezogen. Dann bin ich eine rauchen gegangen, habe ich wieder eine Leine gezogen. Bin ich zur Arbeit gegangen, in der Frühstückspause habe ich eine Leine gezogen. Und so ging das den ganzen Tag, ne? Fünf Wochen später. Die nächsten Tage werden zur Zerreißprobe. Ein Neuzugang schmuggelt mehrere Gramm Haschisch in die Klinik. Musa wird rückfällig. Es verändert die Spielregeln. Ab jetzt sitzt er auf gepackten Koffern. Also wenn ich hier noch mal Scheiße baue, dann fliege ich sofort raus, egal was für eine kleine Sache oder so. Und gepackte Koffer heißt auch, ich muss die Gruppe fragen, ob ich meine Hosen rausnehmen darf und den Schrank wieder reinpacken. Immer so T-Shirt zum Beispiel, dann frage ich 3 Tage später, ob ich meine T-Shirt rausholen darf, auf den Schrank packen. Und wenn die Gruppe sagt nein? Dann heißt das nein. Für mich ist er, weiß nicht, einfach dumm. Er ist für mich ein kleiner Junge irgendwie. So, der einfach irgendwie das nicht kapieren will. Damit gefährden die ja nicht nur sich selber dann, sondern eigentlich auch alle anderen hier, ne? Weil die ja alle abhängig sind und eigentlich noch nicht viele wirklich bereit dafür sind, nein zu sagen dann, wenn einem jemand was anbietet oder so. Ich und er hatten schon Probleme, seit er hergekommen ist. Also wir haben uns noch nie wirklich verstanden. Mir kann er einfach gleichgültig sein jetzt. Entweder er kriegt es auf die Reihe oder nicht. Von mir braucht er keine Unterstützung erwarten. Also ich zeige euch jetzt mal mein Zimmer. Also hier schlafe ich. Mittlerweile hat Kevin öfter die Kamera in der Hand. Es sind Briefe, die ihn hier durchhalten lassen. Handy und Internet sind verboten. Eltern, sofern vorhanden, dürfen alle 2 Wochen kommen. Ich freue mich über jeden Brief, den ich selber schreibe. Und den ich bekomme. Ich hoffe, dass es denen gut geht, schreibe ich. Das ist immer der erste Satz, den ich schreibe. Ja, dann sage ich ihnen, dass es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Dann sind so sachliche Sachen, was ich an dem Tag gemacht habe, was mich gestört hat, wie es mir geht. Im Endeffekt habe ich irgendwie meine Freunde gesucht. Irgendwie, so Freunde hatte ich zwar draußen, so Zwecksgemeinschaft, aber so noch ein Freund, der mir zuhört. Und das war in dem Moment ja die Droge. Leute, Ingmar Ward. Oh, Digga, mir ist so warm, Mann. Irgendwas einwerfen, austesten, das bleibt auch hier. Und sei es eine Tüte Ingwer. Komm, gar nicht klar, komm. Digga, ich kann keine. Das wirklich. Oh, Scheiße, Digga. Vor ein paar Tagen wurde im Haus Badesalz geschnieft und Benzin geschnüffelt. Jo, wie war Prüfung heute? Ja, war richtig gut eigentlich. Wir hatten eine Autopanne nach der Prüfung. Aber so die Prüfung an sich war richtig gut, Mann. Also ich habe alles hingekriegt. Gutes Gefühl, dass ja, du Deutsch bestanden hast? Ja, auf jeden Fall. Was für? Aber war halt erstmal nur Deutsch, ne? Guck mal, wie stoned hier, Bentley! Kissenschlacht mit Ausnahmegenehmigung. Einer hat Geburtstag. Dass Mädchen und Jungen zusammen im Zimmer übernachten, ist eigentlich verboten. Wer sich verliebt, gefährdet seine Therapie. Jeder kennt die Regeln. Wenn hier was läuft, fliegt man raus. Bitte was, Anastasia? Bitte mach's mir. Das tue ich doch gerade. Er will jetzt sanft gegen meine Scham. Nein, ich will dich in mir spüren. Bist du sicher? Bitte. Er hört nicht auf mit seiner süßen Folter. Die anderen alle auf Arbeit sind und so. Es ist Herbst geworden. Immer häufiger im Videomaterial Bilder von Jasmin und Janek. Oh, wir haben gestern, wie heißt das? Resident Evil geguckt. Sie sagt,
Wenn wir hier rauskommen, wird erstmal richtig gevögelt. Scheiße, ja. Ihr macht ein Pferd so, brrr, oder nicht? Hä, hey, aber willst du mich platzen? Also, wir haben diese drei obersten Regeln. Keine Gewalt, keine Drogen und keine sexuellen Beziehungen und so. So ein Glück gibt es jetzt nicht allzu viele Situationen oder Möglichkeiten, ne? Das Ding ist, wir sind den ganzen Tag irgendwie beschäftigt und so, weiß nicht, also angenommen, wir hätten jetzt die ganze Zeit Freizeit und dürften irgendwie alleine irgendwo rumhängen und so, ne? Da ist die Versuchung natürlich auch da. Klar gibt es noch mal so kleine Situationen, wo wir uns dann schon irgendwie näher kommen oder so, aber es ist jetzt nichts irgendwie, nichts Heftiges, ne? Nach 11 Monaten so, 11 Monaten irgendwie ohne Beziehung, ohne Nähe irgendwie, geht das ganz schön schnell irgendwie. Ich habe immer noch meine Bewährungszeit, immer noch meine Auflagen. Und ich gehe nicht irgendwie ins Gefängnis oder in den Knast halt, wegen Mädchen halt. Post von der großen Schwester. Kevin erfährt, dass sie wieder Kokain nimmt, draußen im echten Leben. Der Kontakt zu ihr wird zur Bedrohung. Hallo Michael, ich habe mir mal gerade deinen Brief durchgelesen und ich finde es echt traurig, dass du mir nicht mehr zum Geburtstag gratuliert hast. Du sagst, dass du wieder Kontakt haben willst. Ich wollte das auch, aber jetzt nicht mehr so wirklich. Du weißt eigentlich gar nichts von mir. Das ist echt hart. Ich will den Kontakt erst einmal nicht, weil das zu eine große Gefahr für mich ist. Das muss dir auch mal klar werden. Mama und Papa sind enttäuscht von dir, dass du zurzeit voll abstürzt und es nicht schaffst, ein geregeltes Leben hinzubekommen. Yannick bricht den Kontakt zu Jasmin ab. Er will seine und ihre Therapie nicht gefährden. Für Jasmin sind die Regeln im Haus kaum noch auszuhalten. Ich wurde einfach ziemlich wütend, ne, auf Yannick. So und auch auf mich selber vielleicht. Und so die Aggression, so ich habe noch nicht gelernt, wie ich damit umgehen soll, ne. So hatte ich ja auch schon mal eine Situation, dass ich irgendwie so aggressiv war und so draußen habe ich halt andere Sachen gemacht, ne? Da habe ich meine Aggression natürlich an anderen rausgelassen, aber hier drin muss ich halt irgendwie lernen, damit umzugehen, ne? Und das werde ich auch noch alles lernen, aber so in dem Moment habe ich einfach irgendwie das Verlangen zuzuschlagen und dann bin ich einfach hochgerannt, damit das irgendwie keiner mitbekommt und habe dann halt meine Hand ein paar Mal gegen die Wand gehauen, ne? Ich habe gar keine Lust mehr. Mhm. Keine Ahnung. Es ist alles irgendwie, das ist voll schlimm als im Moment. Was denn genau, Yannick? Hier zu sein. Versuch das doch mal zu benennen, was dich genau hier stört. Alles. Du bist seit Dezember. Alles, Mann. Ich habe keinen Bock, die Schule zu machen.
irgendwie mich nachmittags hinzusetzen und zu lernen. Hab keinen Bock, mich in die Arme drunter zu setzen. Denen da irgendwas zu erzählen und versuchen, die zu unterstützen alle. Und wie ich das nun mal machen muss, halt mit der Erfahrung und so. Und irgendwie so ein, ja, es ist ein Konkurrenzkampf im Moment und die machen sich nur noch gegenseitig fertig und so. Jeder will hier irgendwie was zu melden haben. Was meinst du, warum dich das gerade genau so richtig ankotzt? Weil ich auch so war. Schon immer. Ich immer was zu sagen haben wollte. Hm. Was meinst du, warum du so drauf anspringst jetzt? Vielleicht, weil ich die Position nicht abgeben würde oder so. Hm. Wenn du jetzt gehst, was machst du dann, Janik? Keine Ahnung, ne? Ich habe kein Geld, kein Telefon. Kein Geld, kann ich nach Hause? Kein Telefon. Kann ich nach Hause? Weiß nicht, ich kann nirgendwo hingehen oder so. Ende November. Wir waren ein paar Tage nicht in der Klinik. Die Stimmung in der Gruppe ist angespannt. Alle regen sich über Musai auf. Da war eine Terrasse, so eine Tür, aufgemacht, rausgegangen. Dann sind wir bis Werder Mofleet gelaufen. Zu Fuß und danach sind wir in der S-Bahn eingestiegen bis Hamburg Hauptbahnhof und danach haben wir unseren Weg getrennt. Musai wurde das zweite Mal rückfällig. 8 Gramm Cannabis in 2 Tagen. Ich habe einfach zu viel geraucht. Ich weiß jetzt gar nicht, ich war gestern noch voll drauf, wo ich hier ankam, ne? Wurde immer noch schlimmer für mich. Guck mal, ich habe heute mit dir geredet noch. Hab dir gesagt, du setzt wieder Scheiße aufs Spiel. Irgendwie. Du hast jetzt einen Monat Zeit, um zu zeigen, dass du es willst. Irgendwie. Nutz doch einfach mal die Chance. Irgendwie. Willst du im Knast gehen? Du hast gesagt, du willst weg. Du willst weg von hier. Aber die Konsequenz, dass du weg von hier gehst. Hä? Die Konsequenz, dass du weggehst, ist Knast. Ich bin es leid, irgendwie dieses Thema hier durchzukauen. Ich habe da gar keine Lust mehr drauf, haben wir heute auch schon im Gong gesagt. So, Musa, ist deine Entscheidung. Ich dachte eigentlich vorhin, dass du schon abhaust. Du musst wissen, was irgendwie richtig ist. Du bist jetzt 16 Jahre alt, kannst deine eigenen Entscheidungen treffen. Und mach was draus. Ey. Eigentlich, wenn wir jetzt mal so irgendwie, ja, grob überlegen, so, dann hättest du jetzt eigentlich schon heute die 4 Wochen eigentlich schon verkackt, weil du heute schon gesagt hast, du hast keinen Bock hier drauf. Denk einfach nur nach. Mittlerweile sind 4 Monate vorbei. Janik hat sich gefangen. Er filmt sich jetzt auch wieder öfter. Heute habe ich Englisch, letzter Tag. Vor den mündlichen, die mündlichen sind ja erst im Dezember irgendwann, aber der letzte schriftliche Tag ist heute. Ich weiß, ich habe ein bisschen komisches Gefühl irgendwie. Weil das ist echt was. Ich muss die gut machen, ne? Also ich muss die schon so mit 2 hinkriegen. Gestern Abend haben wir Janik gefragt, wovon träumst du? Bürokaufmann werden, sagt er. Nochmal ganz neu anfangen. Okay, wir müssen jetzt dann noch über Musa sprechen. Der ist ja jetzt gestern Abend wieder zurückgekommen, nachdem er am Sonntag abgebrochen hat. Also 2 Tage war er jetzt weg. Wie wollen wir damit jetzt umgehen? Was ist denn eigentlich mit ihm los gewesen? Was hat denn sich da aufgestaut oder war es eine Kurzschlussreaktion? Sobald es konfrontativ wird, ist alles vorbei. Und es geht eigentlich so ein bisschen um die Einschätzung, kriegen wir mal eben den Fuß in die Tür oder nicht? Also war so lange war er ja noch nicht hier. Und ja, und mit ihm ganz klar vereinbaren, wenn er in den 4 Wochen nochmal wegläuft, dann war es das gewesen. Digga, ich denke manchmal, warum bin ich geboren, ja? Was mache ich denn so auf so einer Welt?
Was mache ich auf so einer Welt, ey? So wie bei dir, ja? Hallo, alle! Selbst wer hier durchhält, ist nicht automatisch geheilt. Die Drogen sind aus dem Körper, die Suchtgefahr bleibt. Nur wer sich eine eigene Struktur schafft, hat eine dauerhafte Chance. Also ich habe meine Prüfung auf jeden Fall bestanden. Nur Zweien und Einsen. Es ist übergut gelaufen. Ich freue mich richtig, Mann. Ich freue mich unnormal. Ich musste zwar ewig drauf warten, das warten wir richtig lange, aber nur Zweien und Einsen, Mann. Scheiße, es ist so gut gelaufen, Mann. Ich hätte es echt nicht so super gut erwartet. Oh, sorry. Wo ist denn der? Es ist fast ein halbes Jahr vergangen. Unsere Zeit hier geht zu Ende. Die gute Nachricht, Musa, der Risikokandidat, ist geblieben. Allmählich wird er doch Teil der Gruppe. Er will endlich einen Neuanfang. Ja. Körperverletzung, 5-mal Erpressung zum Raubüberfall, 25, 30 Einbrüche, 5-mal Diebstahl, 3-4-mal Sachbeschädigung, 10-mal Raub. Okay. Wenn du diese ganzen Straftaten und Gewalttaten so dir sozusagen ins Bewusstsein holst. Was geht da in dir vor? Hast du da... Ich könnte fast weinen, ne? Was ich da angetan habe. Also was du auch den Leuten angetan hast, ja. Was in denen... Das kommt alles wieder so hoch, ne? In die Vergangenheit oder nein? Ja, wie ich die geschlagen habe. Fühlt sich anders an, besser und da befreit und so. Und ich kann mehr jetzt machen als sonst. War ich immer auf dem Sofa, hab Drogen genommen, ich hab gekifft, verkauft aus der Bude. Sowas halt. Und jetzt kann ich was anderes. Ich lerne mehr, ich rede mehr und so. Ich will einen Abschluss haben, ich will keine Drogen mehr nehmen. Ich will wieder alles von vorne anfangen, ne, mein Leben. Wieder in die Reihe bekommen. Fußball spielen, ganz normal. Normales Leben, ne, so wie die anderen. Dies sind die letzten Bilder der Kamera. Musa und Yannick verbringen nun mehr Zeit miteinander. Jugendliche, die eigentlich schon verloren waren. Jeder Zweite schafft die Therapie. Das klingt wenig. Aber es bedeutet, dass jeder Zweite Hoffnung auf ein normales Leben hat. Wir sind eins. ARD.